So, ein Tag der Integration ohne mutige religiöse Friedensfeiern können wir uns hier in Aachen schon gar nicht mehr vorstellen. Was wir alle wissen, dass es wichtig ist, dass wir das zeitlich deutlich reduziert haben. Es geht uns um das Zeichen. Ein solcher Tag, da gehören die Religionen mit dazu. Und wir haben hier einen wunderbaren Dialog in der Stadt mit 20 verschiedenen Religionsgemeinschaften, die sich regelmäßig treffen, sich austauschen, über Religion sprechen, über soziale Anliegen sprechen und die ein wichtiges Zeichen für den Frieden in unserer Stadt hier sind. Und wie in jedem Jahr gibt es eine kurze Einheit, die die nötige Ruhe, Aufmerksamkeit und Besinnlichkeit bedarf. So, dann möchte ich die Heidi Ernst bitten, die sich heute bereit erklärt hat, die multireligiöse Friedensfeier zu moderieren. Die Kinder kommen bitte hier nach vorne. Bilden wir nochmal einen kleineren Kreis, einen Halbkreis. Und ich freue mich, dass die multireligiöse Friedensfeier begleitet wird, wieder von dem Jazz-Rock-Ensemble des Landespolizeiorchesters. Und ich bitte nun die Sängerinnen und Sänger, die Kinder zu uns hier, zu den Kindern in die Mitte zu kommen. Vielen Dank. Schriften herausgeben und sogar ein
einen gemeinsamen Kalender. Ich freue mich, dass diese Gemeinschaft offen ist. Dass diese Gemeinschaft offen ist und immer wieder Gäste und auch neue Mitglieder aufnimmt, denn wir wachsen jährlich. Es ist gut, nicht nur als Nachbarn, sondern auch als Gesprächspartner miteinander im Dialog zu sein. Denn, das ist meine Überzeugung, Reden hilft in jeder Beziehung. Das tun wir regelmäßig. Wir pflegen diesen Dialog aber auch für unsere Kinder, unsere Zukunft. Für die Kinder wollen wir den Frieden immer wieder erhalten, Konflikte lösen und den Frieden erneuern. Denn die schönste Welt für die Kinder und der schönste Moment für die Kinder ist immer wieder dann, wenn alles gut ist. Wenn alles gut ist, dann ist man im Frieden. Deshalb wollen wir hier mit den Kindern, die unsere Friedensfeier heute gerne unterstützen, auch an die Millionen von Kindern denken, die weltweit auf der Flucht sind. Die auf der Flucht sind oder die an Orten leben müssen, in denen der Frieden fehlt. Oder noch. Nun kann jeder von Ihnen mitschwingen, gleich einen Wunsch mit in den Himmel Gottfried schicken. Denn ich bitte nun die Sprecher der verschiedenen Religionen nach vorne, nacheinander. Und bitte nun als erstes die Sprecherin der muslimischen Gemeinde, Frau Barich, und die dazugehörigen Vertreterinnen und Vertreter nach vorne zu treten. Jesus Christus oder überliefert, dass seine Jünger einmal zu ihm kamen und sagten, wer von uns wird wohl der Größte im Himmelreich sein? Und Jesus nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen.
Denn der Größte wird der Kleinste sein und der Kleinste wird der Größte sein. Amen.
weil wir Ihnen gerne noch ein bisschen von dem Programm vorstellen möchten. Vielen Dank an alle. Weiter für den Dialog der Regionen und für heute, liebe Kinder.